Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Samstag, den 20. Herbst und ich habe mir überlegt, dass wir ab heute am Anfang des Parts immer einen kurzen Blick auf den Kalender werfen. Ja, einfach um zu schauen, ob irgendwas Besonderes ansteht, ob jemand Geburtstag hat, etc. pp. Morgen hat zum Beispiel die gute Robin Geburtstag, am Mittwoch der kleine George. Ja, so ganz clean ist er ja nicht mehr. Und in einer Woche ist die Geisternacht. Endlich! Oh Leute, ich freue mich so auf dieses Event. Das wird so gut! Ich weiß, ich habe es schon 100.000 Mal gesagt, aber das wird der Burner. So, erst einmal ist jetzt aber Gießen angesagt. Ja, was machen wir denn heute? Wir werden heute die Zäune reparieren. Denn die sind mir ein Dorn im Auge, zumindest die kaputten Zäune. Ach, das sieht so hässlich aus an der Seite, das gefällt mir nicht. Ach, das sieht so blöd aus. Abgesehen davon werden wir heute Materialien sammeln, so wie immer eigentlich. Ist hier noch was kaputt? Nö. Dann werden wir Spaghetti kochen, endlich. Können wir eigentlich jetzt mal eben machen. Bevor ich das wieder vergesse. Lupp. Ja, wobei, ich meine, der Kochprozess ist ja relativ unspektakulär, aber ich will einfach mal alles herstellen. Oh, schaut mal, wir könnten auch Brot backen oder kochen, gemäß Beschreibung hier. Na egal, Spaghetti! Nice. Ja, dadurch, dass ich die Tage immer so extrem ausreize, starten wir natürlich mit wenig Energie. Und da ist es ganz praktisch, wenn wir ein bisschen kochen und unsere Energie dann morgens ein wenig auffrischen. Hallöchen, apropos morgen, guten Morgen. Udidudidum. Genug Futter haben sie noch, sehr schön. Dekoheu müssen wir gleich noch kaufen, auch ganz wichtig. Zur Gestaltung. Hey, Moment, fehlt da nicht eine Kuh? Hey. Gibt's doch gar nicht, der Nachzügler. Holy moly, wer war das denn? Bernhard! Bernhard hat noch ein bisschen länger geschlafen. Ja, wobei 8.20 Uhr. Die müssten ja schon topfit sein, alle. Wie sieht's denn mit unserer kleinen Produktionsstraße aus? Oh, dreimal Mayonnaise, dreimal Käse. Reimt sich sogar. Sehr schön. Lupp. Können wir draußen natürlich wie immer verkaufen. So. Ja, und dann würde ich sagen, sammeln wir erst einmal Holz. Ach, beziehungsweise ich sollte mal Ishatnaha mitnehmen. Sonst laufe ich wieder doppelt so lang, wie ich eigentlich laufen müsste. So, sehr schön. Ja, wir brauchen Holz für die Zäune natürlich. Was mir immer noch ein bisschen Sorge macht, ist unser kontinuierlicher Mangel an Kohle. Das wird uns noch ein bisschen begleiten, leider. Ach, ich meine, sonst früher oder später müssen wir vielleicht doch anfangen, Holz zu verbrennen. Also vielleicht kommt man auch nicht drum rum. Ich habe halt keine Lust, dass es immer so eine Zufallsgeschichte ist mit der Kohle. Also wir gehen in die Mine und manchmal kriegen wir Kohle, manchmal nicht. Das ist halt echt ein bisschen nervig. Also vielleicht craften wir uns mehr von diesen Öfen. Wie teuer sind die denn? Mal eben schauen. Da, ja, Holz und Kupferbarren. Ich brauche erstmal Kupfer und ein bisschen Kohle. Aber ja, vielleicht machen wir das so. Also dann haben wir zumindest eine verlässliche Kohlequelle. Alles andere ist dann doch vielleicht ein bisschen blöde. Hey! Du riechst nach Gras! Ey, stimmt gar nicht. Du riechst nach Gras. Nerviges Kind. Jo! Oh, automatischer Greifer. Wurde uns ja schon von berichtet in einem Brief. Sammelt automatisch jeden Morgen die Produkte deiner Tiere ein. Ja, ja, ja. Egal, dekorative Heuballen, das wollte ich eigentlich kaufen.
Warst du je in diesem merkwürdigen Turm westlich von meinem Haus? Ja, natürlich. Hallo, da lebt der Zauberer. Kennst du den nicht? Der ist bei jedem Fest dabei. Die müssten sich eigentlich kennen. Warum nervst du mich? Ich möchte allein sein. Echt? Hier, möchtest du das hier haben? Warum gibst du mir deinen Müll? Weil du mich wie Müll behandelst, ist die kurze Antwort. Er ist ja wirklich super unfreundlich, also. Ah, Dickbauchvögel, Hallöchen. Definitiv einer der unfreundlichsten Charaktere hier im Spiel. Ich finde, da darf man den auch mal ärgern und ihm irgendwelchen Krams schenken, den er hasst. Okay, ich würde sagen, zwei Bäume noch. Also diesen hier und jetzt noch einen. Und dann haben wir erst einmal genug Holz für die Reparaturarbeiten. Und vielleicht für ein zusätzliches Stückchen Kohle. Ja, und den Zaun hier unten, den möchte ich auch noch durchziehen. Ja, das passt schon, glaube ich. So, erstmal den Boden wieder hinlegen. Och, hier ist schon wieder was kaputt gegangen. Ja, es ist ja echt super nervig. Irgendwann tauschen wir die Zäune aus. Oh Leute, es geht immer weiter. Oh nein. Ach, eine Never-Ending-Story, glaube ich. Ach, und da vorne auch. Es ist doch zum Heulen. Das kann doch nicht wahr sein. So, okay. Gut, dann craften wir Zäune. Die sollten reichen, zumindest für die Reparaturarbeiten. Ah, sehr schön. Ah, perfekt. Dann kann ich schon viel besser schlafen, wenn das hier so ein bisschen repariert ist oder wurde. Haben wir hier eigentlich noch was? Ja, ne? Wir kriegen doch was wahrscheinlich. Yay! Eine Brombeere. Die können wir eigentlich verschenken. Vielleicht freut sich jemand drüber. Dann bauen wir den Zaun hier unten noch weiter. Ey. Och, und schon wieder verbaut. Das gibt es doch gar nicht, Leute. Nice, das war's. Sehr schön. Jo, jetzt kriegt ihr hier Heuballen, meine Kleinen. Damit ihr nicht immer nach oben lauft. Lupp, sehr schön. Ich liebe diese Hühnerstatue da oben. Das sieht so witzig aus. Ey, oh, jetzt sind die fast rausgelaufen. Nochmal Schwein gehabt. So, können wir noch irgendwas einschmelzen? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, so ein bisschen Kupfer oder Eisen. Was heißt so ein bisschen? Boah, eine Einheit nur. Ja, okay, dann stellen wir jetzt einfach Kohle her. Ach, das ärgert mich so massiv mit der Kohle. Das ist echt ein bisschen blöd. Ach. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Kohle. Wer weiß. Oh, da oben ist Abigail. Möchtest du was haben? Vielleicht das hier? Du hast mir ein Geschenk gebracht. Dankeschön. Hast du Vogelscheuchen auf deinem Feld? Ja. Oh, die ist auch goldig. Ja, also fast alle sind goldig im Spiel. Wir könnten auch mal eben unsere Spaghetti essen. Für unsere Energie. Nice. Ja, wobei. Okay, so viel Energie haben wir gar nicht gekriegt.
Kalender wollte ich nicht. Aushilfe gesucht, das wollte ich mir anschauen. Damit die Kunst des Angelns nicht in Vergessenheit gerät, ich zahle 100 G an jeden Angler, der Schwarzbarsch mal 2 fängt. Viel Glück, Willy. 100 G Belohnung und du kannst den Fisch behalten. Ja, nehmen wir an, wobei wahrscheinlich werden wir das nicht erfüllen können. So, ich wollte noch ein bisschen einkaufen. Wir nehmen noch mehr Weizenmehl, mehr Zucker, Reis und Öl mit und Essig. Ja, einfach damit wir ein bisschen mehr kochen können. Aber ansonsten brauchen wir hier nichts. Und dann geht's auch schon in die Mine. Schon ist gut. Wir haben 16 Uhr. Vielleicht gehen wir nachher noch in die Kneipe. Würde ich auch ganz gerne machen. Boah, wie viel hier rumliegt. Ach, der Linus, der freut sich doch sicher, oder? Über sowas? Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Ja, Linus ist so ein guter Typ. Na, möchtest du auch eine Haselnuss haben? Oh, Demetrius auch. Das ist sehr aufmerksam von dir. Ja, gerne, gerne, gerne. Okay, also wir farmen wieder Kupfer, Eisen und Kohle. Wir werden auch irgendwann auf Ebene 115 und auf 120 gehen. Irgendwann machen wir das, aber aktuell, ja, will ich eher noch ein bisschen farmen und eher noch so ein paar Gegenstände sammeln. Aber keine Sorge, also ich weiß, ihr wollt wissen, was ganz unten auf uns wartet. Und das werdet ihr auch erfahren. Nur eben jetzt aktuell noch nicht. So, die droppen doch manchmal Kohle. Ja, natürlich, nur er nicht. Alle anderen droppen Kohle, nur den, der den ich sehe, der nicht. Ah, ein Stück Kohle. Eine Rarität. So. Da kommt schon. Warum finde ich nicht einfach mal irgendwie 20 Brocken Kohle? Das wäre doch richtig geil. Oh, Kupfer ist sehr schön. Ja, Kupfer ist auch nice. Ist ja quasi so mein Subziel. Eigentlich müsste ich mich wirklich auf Kohle konzentrieren. Ich meine, diese Basiserze, die habe ich ja noch so ein bisschen auf Lager. Oh, noch ein Stück Kohle. Nice. Ach, die Kämpfe, die sind so schön leicht hier unten. Oh, und noch mehr Kupfer. Alter Schwede. Oh, das ist eine gute Ebene. Na, wo ist die Leiter? Okay, oh, das sieht auch gut aus. Da haben wir schon direkt die nächste Leiter. Ja, wobei Ebene 35 ist natürlich uninteressant für uns. Aber das da oben, war das ein Lootraum oder sah das nur so aus? Ach, das sah nur so aus. Okay, ich dachte, da wäre jetzt so ein Raum mit ganz vielen Kisten. Ein bisschen den Eindruck auf mich gemacht. Ja, das da unten könnte aber auch noch was sein. Also diese kleine Abzweigung hier. Ach, schon wieder nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, okay, wir resetten aber gleich nochmal. Ah, immerhin eins von diesen Fässern. Da kann ja auch immer Kohle drin sein. Also manchmal hat man ja Luck. Ja, das mit der Kohle ist echt doof. Mensch, 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 Mensch. Na, egal. Zurück nach oben und dann geht es direkt wieder runter. Ja, Ebene 30. Okay, da haben wir schon die Leiter. Ach Gottchen, jetzt haben wir zwei Leitern kurz nacheinander schon. Das Spiel hat so ein bisschen Mitleid mit mir, glaube ich, weil ich immer so viel Kohle farmen muss. Ja, also wir werden wirklich dem Ganzen ein Ende setzen, indem wir
Holz verbrennen. Ich kann ja auch nicht alle zwei Parts irgendwie immer eine halbe Stunde oder 20 Minuten irgendwie in die Mine gehen, nur um Kohle zu holen. Das ist ja auch nicht unbedingt förderlich. Dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wann wir hier weggehen. Vielleicht so gegen 23 Uhr. Ich glaube, gegen 23 Uhr brechen wir auf. Dann können wir schauen, ob wir eben noch in die Bar gehen können, beziehungsweise in den Saloon, einfach um ein bisschen mit den Leuten zu quatschen. Vielleicht möchten die sich ja mit mir unterhalten. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Finde ich denn die Treppe noch? Ach, jetzt habe ich wieder Treppe gesagt. Ah, oh Gott. Das frisst mich auf. Ah, okay. Nee, 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 nee. Das war nicht unbedingt mein Run. Ja, wobei, wie viel Kupfer haben wir gekriegt? 64. Also vom Kupfer her ist es natürlich schon ganz nice, aber Kohle, 2 Einheiten nur. 2, das ist natürlich nichts, also damit kommen wir nicht weiter. Ach. Na egal. Für die Öfen brauchte ich ja Kupfer, genau. Ja, keine Ahnung, vielleicht stellen wir uns wirklich so 3, 4 Öfen her dann, ne? Wir haben ja wirklich keine anderen Optionen. Das irgendwie fuchst es mich, aber auch irgendwie wurmt es mich. Also irgendwie, ach, weiß ich nicht. Ich finde das halt so, oh, ein Häschen, süß. Ich finde es so blöd, dass wir dann so viel Holz verschwenden müssen. Vor allen Dingen, ich meine, das Holz müssen wir dann auch besorgen. Also wir müssen dann Holz hacken und dann immer richtig viel Holz auf Lager haben, damit wir Kohle produzieren können. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ja, ich denke da nochmal drüber nach. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Aber erst einmal gehen wir ein kleines Bierchen trinken. Oh, hey. Nein, nicht weglaufen. Wie geht's dir? Dekorationen unterstreichen das Gefühl der Jahreszeit. Das ist eine Tradition, die Mühe wert ist. Hey, möchtest du vielleicht was haben? Ich schenke dir was. Eine Haselnuss. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Oh, der gute Clint. Ach, die hauen jetzt schon alle ab, oder was? Komme ich da noch rein? Ach, die gehen ja wirklich alle schon. Würdest du mir einen Gefallen tun und mein Haus aufräumen? Nein. Hallo, meine eigene Bude ist nicht aufgeräumt. Oh nein, um 0 Uhr hat der Laden zugemacht. Schade. Ja, dann können wir doch kein Bierchen mehr trinken. Ach, oh, nur weil ich mit dir reden wollte. Was heißt nur? Sie ist ja schon ganz sweet, ne? Oh, die Tiere schlafen auch alle. Uhr 0:40 schon wieder. Ja, wir können ja noch ein bisschen Gegenstände einsortieren. Ach so, jetzt habe ich hier gar keinen Durchgang mehr, ne? Du-di-du-di-dum. Hier sollten wir auch ein Tor hinpacken. Würde auf jeden Fall Sinn machen. So, ja, eine Kohleeinheit haben wir. Jo, also, einsortieren ohne Ende. Okay, automatisches Einsortieren klappt nicht. Falsche Kiste. Aber diese Kiste, ne, die müssen wir auch eigentlich mal aufräumen. Die ist so unaufgeräumt, da habe ich so viel Kladderadatsch reingepackt. Das ist eigentlich nicht gut. Na, egal. Okay, das Kupfererz nehme ich noch mit. Die Sachen hier, die kommen in den Kühlschrank. Aber das hier ist doch Hydrogel bzw. Dünger. Das kommt da rein. Dann haben wir hier ein Stückchen Zaun. Diese Materialien, die lagere ich auch erstmal ein. Craften wir uns später noch was draus. Ja, die Frage ist, soll ich jetzt noch mehr... Ja. Soll ich jetzt noch mehr... Holz verbrennen? Ja, ne? Muss ich, glaube ich. Ja, ist okay. So, erstmal beides hier wegnehmen.
Tja, es tut wirklich weh, aber wir craften einen Kohlebrennofen und stellen den hier vorne hin. Und dann verbrennen wir unser Holz. Ach, traurig, traurig, traurig. So. Oh, 1.40 Uhr. Es ist schon wieder sehr, sehr knapp hier. Wie jedes Mal eigentlich. So, alles schön einsortieren. Und dann gehen wir auch schon schlafen. Schon ist gut. Das war der 20. Herbst. 1795 haben wir eingenommen. Gar nicht mal so schlecht. Also dafür, dass es halt kontinuierliches Einkommen ist, ist es doch wirklich ganz gut. So, Robins Geburtstag. Ja, liebe Leute, aber an dieser Stelle beende ich dann auch den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Let's Play Stardew Valley. Euer Huxel. Ciao.